Ja, hallo zusammen. Aktuell habe ich eher Lust, Bilder zu malen, die mir auch gefallen und weniger Abonnentenwünsche zu erfüllen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen und am liebsten male ich nur mal Landschaften. Ja, ich habe mir jetzt diesmal was sehr Anspruchsvolles ausgesucht und ich möchte jetzt einfach anfangen, weil sonst dauert das zu lange. Und zwar ein Wasserfall mit schönen Dingen, ja, Umgebung, wo er das Foto herkriegt. Blende ich ein und kommt da unten in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr den Link dann eben draufklicken und dann landet ihr direkt hoffentlich bei dem Foto. Das ist eine Fotoplattform, wo es diese Bilder lizenzfrei gibt. Also urheberrechtliche Verletzungen gibt es da nicht. Gut, ich werde das jetzt außerhalb des Bildausschnittes legen. Ihr könnt es dann, wenn ihr es nachmalen wollt, heute das Bild runterladen, ausdrucken und dann selber benutzen. Gut, wie ihr seht, habe ich diesmal eine etwas größere Leinwand bzw. einen größeren Malkarton genommen. Das hängt halt einfach mit dem Motiv zusammen, wo ich denke, dass das das verdient. Und an Farben nehmen wir wieder mein übliches Spektrum, das ich bei Landschaftsmalerei habe. Preußisch Blau, Kylinblau, Ultramarin habe ich mal weggelassen. Krapprot, Cadmiumrot, Cadmiumgelb und Titanweiß und ein bisschen Schwarz, nur weil Schwarz mit Gelb ein wunderschönes Grün gibt, das ich vor allen Dingen für die dunklen Stellen des Bildes brauche. Dann habe ich an Pinseln einfach mal in meine Kiste gegriffen, die vom Umzug verschont geblieben ist. Katzenzungenpinsel Nummer 8, dann hier so einen dicken, weiß ich nicht, was das ist, Nummer 12, auch Katzenzungenpinsel, ein Spitzpinsel Nummer 1, ein Linierpinsel Nummer 1 und ganz wichtig für den Wasserfall. Ein Fächerpinsel, der ist jetzt Nummer 8, der ist ein bisschen zu groß, aber ich hoffe, dass ich trotzdem damit hinkomme. Ach doch, einen kleinen Wunsch erfülle ich. Eine Abonnentin hat sich einen Wasserfall gewünscht. Dann hätte, würde ich den Wunsch also doch erfüllen. Zum Bildaufbau, klassischer Bildaufbau, wie ich es auch in meinem Buch Landschaftsmalerei einfach erklärt dargestellt habe. Also wir haben hier wunderschön die Drittelteilung, Drittel, Drittel. Ja. Das Motiv ist jetzt ein bisschen sehr mittig, das macht aber nichts. Dadurch, dass die Streifen des Wasserfalls so unregelmäßig aufgeteilt sind. Wir haben hier vorne so einen Baumstamm, den finde ich relativ wichtig, weil der so ein bisschen Bewegung noch in dieses ganze Bild reinbringt. Den Baumstamm da oben lasse ich weg. Und wir haben ganz klar einen Vordergrund, einen Mittelgrund und einen Hintergrund. Also das ist eigentlich ein wunderschönes, klassisches Landschaftsbild. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Also ich fange an. Und zwar werde ich, weil das jetzt auch so groß ist, male ich das jetzt nicht mit Kohlepapier, das ist mir jetzt alles zu umständlich. Ich male jetzt einfach eine ganz freie Skizze und mische mir dazu jetzt mal einen Orangeton. Und den brauche ich, das sieht auch schön, kann ich später auch gebrauchen. Skizziere mir das jetzt einfach mit dem Pinsel mal vor. Manchmal mache ich das ja auch mit dem Bleistift, das wisst ihr ja. Machen wir hier so mal kurz Drittel, Drittel. Na, hier vorne sind die Felsen, hier ist. So, dann haben wir hier diesen Abbruch. Also das Bild kommt nicht ganz hin. Also das passt. Ich werde das ein bisschen quetschen. Der Vordergrund passt eigentlich nicht drauf, aber ich will den drauf haben. Dann mache ich den Wasserfall einfach ein bisschen kleiner. Beziehungsweise das hier oben ein bisschen, ziehe das oben ein bisschen höher. Weil das ist ja klar der Mittelpunkt in dem Bild. So sieht er, dass ich so relativ frei vormale. Ich brauche wirklich nur die groben Maße, um mit so einem Bild arbeiten zu können. So, da kommt dann der Wasserfall hier so runter. Und hier vorne haben wir dann die Bilder und hier, ja, die Bilder, die Felsen und hier kommt dann dieser Stamm rein. So, das reicht mal. Mehr brauche ich nicht als Skizze. So, der zweite Schritt bei so einem Landschaftsbild ist halt klassischerweise die Flächen erstmal auszumalen. Ich fange immer mit den dunkelsten an. Da breche ich jetzt mal ein bisschen die Regel, weil ich den Hintergrund erst fertig haben möchte. In dem Fall sind es diese hellen Stellen von dem Himmel hier. Die sind im Original überblendet. Das liegt ist halt daran, weil es ein Foto ist. Das Foto ist halt nicht so gut wie unser Auge. Und deswegen ist hier an diesen Stellen halt nicht wirklich ein Blau zu sehen, sondern einfach nur ein Weiß. So. Okay. So, da sieht man halt den Himmel. Dann haben wir das auch schon fertig. Und dann wäre der nächste Schritt jetzt eben die großen Flächen. Es müssen nicht die Farben sein. Wichtiger ist in dem Stadium die
Helligkeitswerte zu treffen. Ich habe ja hier schon so ein schönes dunkles Grün. Ich nehme ich jetzt einfach nochmal her. Ist mir gar nicht dunkel genug. Olivgrün. Und das haben wir hier. Kann ich sogar vielleicht sogar mit rein. Ja, rein schwarz soll man ja nicht machen, ne? Das soll man ja nicht machen. Nee, soll man nicht machen, ne? Ich ziehe das noch ein bisschen weiter runter hier. Ich mache es aber trotzdem. So, das ist sicherlich nicht dunkel genug. Werden wir aber noch nachjustieren, wie immer. So, ich merke, dass ich da jetzt ein bisschen wüst mische. Ich möchte einfach nur eine möglichst dunkle Farbe. Ah, das ist eine tolle Farbe. Gibt es ja nicht viel zu erklären. So, hier vorne gehen wir ein bisschen mehr ins Grünliche rein. Nehme ich jetzt einfach ein bisschen mehr. Ah, jetzt bin ich ins Weiß reingekommen. Ja gut, ist nicht schlimm. Ja, passt sogar. Sehr schön. Also in der Vorlage kann man halt sehen, dass hier hinten dunkler ist und nach vorne immer heller wird. Gleichzeitig nimmt nach vorne hin auch der Rotanteil zu. Das werden wir gleich reinbauen. Also die meisten von euch werden sich jetzt wahrscheinlich wieder wundern und denken, Gott, oh Gott, was wird das denn? Es sieht ja schrecklich aus. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es schön wird. So, hier vorne ist es deutlich heller. Dann mische ich jetzt einfach ein bisschen Weiß dazu. Gleichzeitig geht es mehr in so ein warmes Rot rein. Dann nehme ich so ein Cadmium. Das Cadmium-Rot. Wenn ihr es euch original anschauen werdet, dann werdet ihr da sehen, dass es nicht unbedingt die Farbe ist, die da tatsächlich vorkommt. Werde ich dann eventuell nachher nochmal ändern. Aber jetzt geht es mir erstmal darum, dass ich so einen Überblick habe, wo die einzelnen Bestandteile meines Bildes halt sind. So, da oben lege ich jetzt auch ein dunkles Grün vor. Im Hintergrund, aber nicht gar so dunkel. Auf dieses dunkle Grün kommen dann hellere Grüns drüber dann. Die Felsen im Vordergrund, das ist im Prinzip ein sehr helles Blau. Ich übertreibe die jetzt einfach mal, mache die mal sehr, sehr hell. Wobei ich eigentlich ja erst die dunklen Stellen machen müsste, aber da bin ich jetzt mal, halte ich mich an meine eigenen Regeln nicht. Also die punkte ich jetzt einfach mal hier so drauf. Da ist auch noch viel Rot dabei. Ganz wichtig sind hier vorne sind so ein paar Felsen, die so rausragen und sich dann halt mit ihrer Helligkeit gegen das Dunkel dahinter noch mal so abheben. So, und die nicht abgekehrte Seite ist, weil diese Felsen sehr bläulich sind, eher violett. So, jetzt muss ich mal schauen, wo ich da so dunkle Farben hinmache. Seht übrigens, dass ich immer nur mit so einem riesigen Pinsel arbeite. Licht kommt von rechts oben, also hier ist dieser Fels. Ach, dieser Gott, was rede ich denn? Ich bin so ein bisschen verpeilt im Moment. Etwas zu viel Stress mit allem. Hier haben wir den Schatten von dem Baumstamm.
andeutungsweise kann man schon erkennen, worum es geht. So. Gut, dann machen wir weiter hier oben. Die Fläche ist ja noch nicht ausgefüllt, da haben wir wieder so ein Grün. Ein sehr dunkles Grün. Gucken. So, irgend so ein Moos ist da. Ihr seht, dass ich jetzt einfach schon eine zweite Schicht drüber mache, weil es ist irgendwie, wahrscheinlich ist es wieder eine Malpappe von Bösner, die nehmen die Farben einfach nicht so gut an. Ich weiß nicht, woran es liegt, das ist einfach so und ich muss, damit ich es wirklich dunkel kriege, halt noch ein zweites Mal rüber gehen und erst dann kriege ich die Dunkelheit, die ich gern hätte. So, jetzt mische ich diese Farben, sehen wir glaube ich noch für die Stellen hier, da ist so ein Grau zu sehen, seht ihr, Grau ist halt einfach ein helles Schwarz, das aus der Mischung aller drei Grundfarben kommt und da ich die Grundfarben hier ja habe, Blau, Rot und Gelb, kann ich die jetzt einfach wüst mischen und da so drüber gehen. So, und damit habe ich jetzt die. Da vorne ist es ein klein bisschen heller. So. Damit habe ich jetzt so die Grundlage von dem Bild erstmal angelegt. Habe ich schon relativ lang gebraucht, fast eine Viertelstunde, obwohl ich den großen Pinsel jetzt hergenommen habe. Ich überlege, ob ich mich jetzt abstresse und das Bild weitermale oder ob ich das einfach für mich jetzt mal und ohne Stress. Mal gucken, wie lange es dauert. Wenn ich es jetzt schnell hinkriege, gibt es ein Video, wenn nicht, nicht. So, jetzt kommt der Baumstamm hier noch rein. Seht auch, ich kann mit der Farbe weitermalen, wenn ich in dieses Grau-Rot reingebe, dann lande ich halt bei einem hellen, mehr oder weniger hellen Braun. So, im Baumstamm kann man eigentlich schon ganz gut erkennen. Ne? So, jetzt nehme ich mir meinen etwas kleineren Pinsel. Ich bräuchte einen, der dazwischen ist, ne, zwischen dem und dem, der ist mal ein bisschen zu klein, weil bräuchte ich eben ewig und drei Tage. Ach, ich mache da einfach mit dem Baumstamm mal unsystematisch weiter. So. Ihr wisst ja, dass meine Art zu malen so mehr so aus Andeutungen besteht. Gerade wenn ich jetzt hier für euch ein Video mache, ist eigentlich absolut unmöglich. Jetzt so ein Bild, da brauche ich ungefähr 10 Stunden, also um das jetzt richtig schnell, also richtig schön hinzukriegen, das kriege ich jetzt nicht. So, ich mache hier nur so ein paar Schatten von anderen, von Steinen und so rein. Deswegen zeige ich euch einfach nur so ein paar Techniken. Also Steine malen, da habe ich glaube ich auch ein Video gemacht, ist eigentlich relativ einfach, vor allen Dingen, wenn wir hier das Licht sehr eindeutig ist, es gibt immer eine lichtabgewandte Seite, die ist halt dunkel und die lichtzugewandte Seite ist hell. Wenn ich jetzt hier hingehe und mir nochmal so ein helles, so eine helle bläuliche Farbe anmische, dann kann ich also, muss ich halt immer darauf achten, wie an dieser Stelle zum Beispiel, dass ich hier so hell gegen dunkel mache. Hier hinten ist dunkel und da ist hell, ne? Oder hier gegen das Wasser hell. Ja. Ihr
ist dann wirklich so, dass die Steine praktisch wie von alleine entstehen, ne? Und da, wo das nicht hinhaut, da justiere ich dann halt immer noch nach. Den Baumstamm, der ist eigentlich schon fast fertig. Muss ich gar nicht mehr viel machen, hier noch ein bisschen heller, weil das Licht halt da so drauf fällt. Tupfe ich nur so ein bisschen, dass man so die Borke so erahnt. Ja, den kann man eigentlich schon mal so lassen. So, hier oben arbeite ich jetzt mal mit dem Fächerpinsel. Ich weiß jetzt nicht, ob das klappt, aber wir schauen jetzt einfach mal. Also wir haben zur Seite hin eher so rötlich-gelbliche Töne, Herbsttöne, in der Mitte eher so ein Grün. Und wenn ich das jetzt mit Preußischblau anmische, dann ist dieses Grün sehr unnatürlich und sehr knallig. Und deswegen gebe ich da einfach ein bisschen was von dem Rot rein. Das dämpft es ab. Komplementärfarbe ist das. Komplementärfarbe ist die Farbe, die im Farbenkreis, habe ich auch ein Video dazu gemacht, im Farbenkreis gegenüber liegt. So, schauen wir mal, was das so ergibt hier. Ja, sehr schön. So ein bisschen Bob Ross-mäßig, ne? Mache jetzt gleich hier auch die Blätter am Wasserfall. Hier, ne? Die sind jetzt, denkt ihr vielleicht, oh, hupsa, die sind jetzt aber zu dunkel, die kann man ja kaum erkennen. Ich gehe da gleich nochmal mit einer Schicht helleren drüber. Aber ich möchte einfach, dass so eine Farb, also eine Schichtung praktisch drin ist, ne? So, da hauen wir einfach so mal. Der Untergrund hier ist nicht dunkel genug. Ja, ein bisschen hier noch. Ein bisschen Hintergrund nur reintupfen sozusagen. So, hier, ich habe gesagt, dass hier rötlich ist, aber ich mache trotzdem ein bisschen grün als Untergrund. Finde, dass das schon sehr schöne Farben sind. So. Hier kann es ruhig ein bisschen dunkler sein, weil der Teil ja gegen das Licht ist und dadurch dunkler wirkt. Jetzt mache ich mir das halt deutlich heller und mit viel, viel mehr Gelb. Und damit mache ich jetzt diese ganzen super hellen Blätter hier, ne? Dann nehme ich jetzt auch nur so die Ecke davon. Und machen wir jetzt auch keinen Kopf drum, dass ich da jetzt praktisch unter den Wasserfall reinmale. Wenn ich dann drüber gehe, der deckt es dann schon ab. Und wenn mir das ein bisschen zu hell geraten ist, dann kann ich einfach nur ein bisschen was von der dunkleren Farbe aufnehmen, krieg somit halt auch so eine Abstufung dann rein. Nee, das ist zu dunkel. Ich bin wieder zu faul, einen Pinsel sauber zu machen. Denke, wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich nämlich hier unten. Ist praktisch so eine Kuhle mit Moos, also das ist wie so eine Hand geformt, ne? So. Und da unten ist es halt ein bisschen heller und da ist so Moos. Da sind auch noch so komische Felsen oder irgend so ein Gebüsch hier, das deute ich jetzt auch mal an.
auch so. Das ist jetzt im Original nicht, aber ich hab einfach Lust, hier so ein bisschen Gebüsch noch reinzumachen. Okay, dann machen wir es da vorne auch mal heller. Nicht hell genug. Gehe mit dem Pinsel von rechts nach links und von links nach rechts, ne, weil dadurch halt so diese Wasserriffelungen praktisch entstehen. So.